Ja, und Halli, hallo, Hallöchen. Und ihr seht immer noch die Keksbude von Weiß-Weiß hier. Ja, ich habe mich nicht von der Stelle bewegt. Aber wisst ihr was? Ich werde mal hier den Baum ein bisschen abkloppen. Abkloppen. Da hat sich jemand versteckt. Ein Baummonster, ein Baummonster. Hallo. Na, Hallöchen. So, unter Dark Soul 1905. Ich weiß nicht, ob die Leute sich da was vorstellen können, beziehungsweise die Leute, die dich nicht kennen, darfst dich einfach mal kurz vorstellen. Okay. Ja, mein Kanalname Minecrafter 1905 und im RL heiße ich Fabian. Fabian, okay. Ja, und der gute Fabian ist jetzt auch einfach mal bei mir zu Gast hier. Und fand ich auch ganz, ganz nett, dass er mir dazu gesagt hat, weil du hast nicht recht wenig Abonnenten. Wie viel hast du denn momentan? Um die 60.000 so ungefähr, also können ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, also so 60.000, Okay. denke ich. Ja, in der Abonnentengröße bekommt man nämlich im seltensten Fall mal eine Rückmeldung. Aber der Gute hat mir da auch direkt zurückgeschrieben. Ja, fand ich echt richtig toll von dir. Muss man schon auch mal sagen. Also man kann nicht alle größeren YouTuber unter einen Kamm scheren und sagen, ja, dass die alle hochnäsig sind. Nein, der Fabian ist das überhaupt nicht. Ja, und wir werden hier einfach mal kurz Tag machen und dann werden wir mal schauen, wo wir dein Häuschen hinsetzen. Ja, wie gesagt, wir hatten ja da vorne eine schöne Fläche. Genau. Hier, ja, dann heben wir das hier aus, würde ich sagen. Ja. Haben wir eine schöne freie Fläche und meine Abonnenten wissen ja, wie ich baue oder dass ich eigentlich gar nicht bauen kann. Das erzähle ich ja immer so oft. Jetzt kann ich es wirklich zeigen, dass ich nicht bauen kann. Und ich hoffe mal, meine Abonnenten versprechen sich da nicht zu viel von meinen Baukünsten, weil das nicht gerade schön aussehen wird. Ach, irgendwas werden wir da doch auf jeden Fall zaubern können. Das auf jeden Fall, ja. Das Haus mit Weiß-Weiß hat auch geklappt und er hat auch gesagt, er kann Ja. nicht bauen. Ja, genau. Ja, das ist aber auch so. Er kann wirklich so gut wie ich bauen, wenn nicht noch ein bisschen besser. Okay. Und ja, deswegen, also mal gucken, was daraus wird. Aber ich denke jetzt mal, ich habe mir ja schon so grob, habe ich mal so grob geguckt, was ich da so baue. Und ja, wird jetzt nichts krass Großes, aber ja. Ein kleines Häuschen halt. Ja, etwas, also so ein Mittelmaß, sage ich mal. Jetzt nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. So eine Villa will ich da jetzt nicht bauen. Okay, schade. Ja, erzähl mal, wie alt bist du denn? Wie bist du zum Let's Playen gekommen? So was interessiert mich ja immer. Ja, also momentan bin ich 16. Und zum Let's Playen, das war so, ich habe früher mal, da fing ich noch an, da war ich 12, habe ich YouTube-Videos geguckt, aber noch gar nicht von Minecraft, sondern noch Pokémon war das. Da habe ich noch so wirklich diese Pokémon-Phase gehabt, da habe ich das nur gezockt, wirklich, das war eigentlich so das einzige Spiel, was ich gezockt habe. Und habe ich halt ein paar Let's Player gesehen, dachte ich mir so, was ist das, was machen die da? Habe ich mal so Kumpel gefragt, die wussten es dann auch nicht, haben wir mal geguckt und dann kamen wir halt auf den Begriff Let's Play. Okay. Und ein Kumpel hat mir da mal Minecraft gezeigt. Dann habe ich mal so geguckt, ja, was gibt's denn da so? Und habe dann auch Gronkh natürlich entdeckt, wie jeder eigentlich, denke ich mal, Ja, zu Anfang. das stimmt. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, ein normales Minecraft-Let's Play ist eigentlich ganz cool. Zu der Zeit hatten das halt nicht viele gemacht. Waren jetzt nicht so viele wie heute. Das sind ja, keine Ahnung, wie viele Millionen vielleicht, ja. Ja. Und ja, da habe ich dann mal so geguckt, was da noch gibt. Da habe ich im About Minecraft gefunden. Der hat da so Mod-Reviews gemacht. Verschiedene Mods vorgestellt, da wusste ich früher noch gar nicht, wie man sowas installiert und was da alles ist. Und ja, habe ich mich da mal erkundigt und damit hatte ich halt angefangen, meinen Kanal. Mittlerweile mache ich eher so Let's Plays halt von diversen Survival Maps oder PvP-Sachen. Okay. Adventure Maps zocke ich mittlerweile von Abonnenten, Okay. einfach um die da mit einzubeziehen. Teilweise, ich hatte da mal ein Let's Play, da habe ich Abonnenten auch wirklich eingeladen. Das ist aber mittlerweile beendet Okay. und. Ja, so bin ich halt dazu gekommen, angefangen mit Mod-Reviews und später dann wirklich intensiv zum Let's Playen gekommen. Ja, sonst Motivation, sage ich mal, zum Let's Playen war halt früher einfach, ich hatte halt total Spaß dran. Mittlerweile natürlich auch noch, aber die Motivation steigert sich halt durch die Abonnenten, durch die Kommentare und das Feedback, was man einfach bekommt. Ja klar, das auf jeden Fall. Ich meine, es gibt für einen Let's Player, beziehungsweise auch für eine Let's Playerin eigentlich nichts Schönes als positives Feedback von Ja. Abonnenten. Das unterschätzen aber viele auch immer. Die schreiben immer geiles Video und ist sehr toll. Mir wird's
mich würde es vielleicht auch einfach mal interessieren, was du an dem Video so toll fandest. Ja, gut, ja. Ja, aber da darf man dann eben auch nicht so kritisch sein. Ja, du machst ja momentan Dragon Ball, ne? Genau, ja. Ja, ich habe nämlich bei dir auf dem Kanal ein bisschen rumgeschnüffelt. Okay. Und ich habe auch mitbekommen, wie heißt der denn? Pixkuchen? Heißt der Pixkuchen? Nee, Pixcrafter. Ja, genau, irgendwie. Ah, Pixkuchen war bei meinem Freund. Ja, mit dem machst du das ja zusammen, ne? Das hatte ich, also mit Pix hatte ich das vorher gemacht. Jetzt mit Zuitag, also Claimcraft. Ah, okay, aber die zwei sind es, die ein bisschen Beef haben, ne? Ja, also nicht mehr so, die hatten sich da halt mal gestritten, sag ich mal, und ja, ist eigentlich alles wieder okay so, aber also die haben ja auch jetzt ein Projekt wieder gemacht. Okay, ja, das, ich meine, ja, wenn wir einmal dabei sind, was hältst du generell? Ich meine, es gibt ja noch zwei größere YouTuber, dessen Namen ich jetzt mir einfach mal in die Haare schmier, die den ganzen Beef dann auch ein bisschen öffentlich gemacht haben. Was hältst du generell von solchen Geschichten? Ich finde, vor allem, weil man sich auf YouTube meistens, ja, in den meisten Fällen kennt man sich nicht. Und von daher finde ich sowas total dumm, weil das ist so, als ob du irgendwie auf der Straße bist und irgendeinen Typen einfach dumm anmachst, so, obwohl du den nicht kennst. Und das finde ich immer total, ja, da ist kein Sinn. Ich finde sowas total lächerlich und auch kindisch, weil YouTuber, finde ich, haben eine Vorbildfunktion, so teilweise. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da dann sowas zu, und vor allem öffentlich sowas zu machen, sowas kann man ganz schön privat klären. Geht alles, man hat Skype oder TS oder weiß ich nicht was. Und sowas muss man da nicht öffentlich machen. Finde ich sehr, sehr lächerlich, sowas. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst. Nee, also ich bin da komplett deiner Meinung. Als ich die Geschichte mit den anderen beiden YouTubern mitbekommen habe, habe ich mir auch gedacht, so ey, also ihr seid doch keine Kinder mehr, meine Güte. Klärt das halt untereinander, aber da jetzt nicht zum Beispiel die Abonnenten gegeneinander gegenseitig aufhetzen und ach, totaler Kindergarten, ganz ehrlich. Also ich, ja. Na, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Nee, mag ich auch nicht, weil sowas macht man, finde ich, auch nicht öffentlich. Weißt du, sowas kann man halt ganz schön privat, wie gesagt, klären und ja, das regelt sich dann so, aber muss man ja nicht die Abonnenten, vor allem die Abonnenten haben ja am wenigsten damit zu tun, weißt du, eben. Dann geht man halt irgendwie, man kann zwar andere YouTuber sagen, ja, guck mal, der hat mich da, dumm angemacht und so, redet man mit dem so, aber man muss ja nicht sagen, ja, guck mal, voll der Spaß und keine Ahnung was, jetzt sei mal hier auf meiner Seite oder sowas. Ist auch wieder lächerlich. Ja, aber auf jeden Fall. Na, ich hatte ja das Problem jetzt zum Beispiel mit einem Abonnenten, dass ich, weil ich mit ihm kein Minecraft gezockt habe eben, dass er da ein bisschen ausfällig geworden ist und hin und her und bestimmte Sachen sollten schon geklärt werden, aber Streitigkeiten untereinander sollten wirklich dann auch privat bleiben. Ja. Bei mir war es sogar so, derjenige hat gemeint, der muss mich da irgendwie in meinem Netzwerk anscheißen. Okay. Ja. Hat dem. Ich bin ja bei Playtimes TV gepartnert. Okay. Und ja, er hat dann gemeint, da derjenige, der das Netzwerk ein bisschen unter Kontrolle hält, den anschreiben zu müssen und den ganzen Verlauf zu schicken, den wir über Skype geschrieben haben. Ja. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich schmunzeln müssen, als ich das gehört habe. Okay. Ja, ich meine, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, dass er meint, dass man mich da deshalb aus dem Netzwerk schmeißt oder was. Also. Ja, ja, ne. Das ist ja lächerlich. Also, sowas gehört, wie ich finde, nicht ja, öffentlich gemacht. Ja, so. Ist einfach so. Und, ja. Einfach. Aber es gibt da immer so ein paar Kinder, sag ich mal. Ne? Ja. Ja, das war auch ein 13-Jähriger. Ich meine, du bist 16, ne? Ja. Aber auch wenn man in deine Videos reinschaut, du kommentierst vernünftig und vor allem du weißt auch, was du redest. Wenn ich mir da manche Leute dann anschaue, die ein Alter, wo ich mir denke, so, ja. Okay, ich verstehe dich vollkommen. Ja. Ja, hey, ich weiß aber, was du meinst. Ja, das stimmt schon. Ich finde auch sowas, die meisten Abonnenten verstehen das nicht, dass man einfach für YouTube viel Zeit investieren und dann noch mit Abonnenten zu zocken, da hast du halt nicht viel Zeit. Das ergibt sich halt nicht, sage ich mal. Naja, eben. Das ist halt das, was unterschätzt wird. Ja. Ich weiß nicht, bist du jemand, der sonst eigentlich relativ viel mit Abonnenten macht, oder? Ich
Also so privat nicht unbedingt. Ich zock schon oft mit Abonnenten, also oder manchmal mit Abonnenten, so die ich jetzt zum Beispiel in Skype habe, durch jetzt meine Projekte oder sowas. Ja, aber sonst nicht unbedingt oft mit Abonnenten, aber ich versuche die in meine Videos, sage ich mal, oft einzubeziehen und ich antworte ja auch auf jede Nachricht und so weiter, nicht okay. Wie manch andere halt. Ja. Weil ich sowas mag ich halt nicht, weil wenn man schon diesen Ruf, sage ich mal, auf YouTube hat und so berühmt ist, dann sollte man auch ja sich da um die Abonnenten, weil ohne die Abonnenten wäre man ja nichts. Genau, das da ist hätte es. Man ja nichts von. Das machen aber komischerweise die meisten YouTuber machen das nicht. Die sagen wir mal, bis 10.000 Abonnenten geht das vielleicht noch, aber dann denken viele so, ja, nö, also ich habe das jetzt eigentlich nicht mehr nötig. Ja, viele sind das schon, muss ich dazu sagen, bei 1000. Also da habe ich auch schon welche gesehen, die sind dann, und da finde ich das schon extrem krass, bei 1000 Abonnenten, echt? Aber naja. Das ist echt heftig. Bei 1000 Abonnenten, ich meine, ja, da fehlen mir irgendwo ein bisschen die Worte jetzt. Ja, klar. Das ist auch, ich verstehe nicht, wie man überhaupt irgendwie so, ja, arrogant sein kann, nur weil man ein bisschen Fame im Internet hat, so. Ich sehe den Sinn halt nicht dahinter und, ja. Ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn auch nicht. Ich meine, was ist da so schlimm, sich eben, man ist so groß durch die Abonnenten geworden und was ist da dran so schlimm, sich dann einfach auch für seine Abonnenten die Zeit zu nehmen und dann einfach mal auf die Kommentare mit einzugehen und sowas finde ich ja. Ehrlich gesagt immer ein bisschen eine Schweinerei, sagen wir es mal so. Ja, das ist ja auch wirklich so und ich meine, gut, wenn man jetzt, sage ich mal, ne, bei Gronkh, er kriegt ja ein paar tausend Kommentare da kommt man halt nicht hinterher so, aber die meisten sind ja nicht auf diesem Gronkh-Status, ne? Eben. Und, ja. Aber mal was anderes. Ja, Waititi hat angefangen mit Let's Play. Okay. Ja, ich habe mir da ja gestern mal schon die erste Folge von angeschaut. Ich finde, sie sollten auf ihrem normalen Kanal bleiben. Ich weiß nicht. Also ich persönlich, ich habe jetzt mal ein paar Videos von Waititi gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher der Außenseiter-Fan. Ich weiß nicht, ob die dir ja, was sagen. Ich guck die generell, also die ich wirklich mag, so von Real-Life-Sachen her, finde ich LeFloid und Iblali am besten. Ja, auf jeden Fall. Vor allem Iblali. Weil, ja, die sind aber wirklich vor allem, ja, LeFloid auch mit seiner Meinung halt zu diversen Themen und sowas halt finde ich immer recht cool. Ja, Waititi waren früher viel besser, genau wie die Außenseiter. Die waren früher einfach viel besser, finde ich. Okay. Einfach was der Content angeht. Ja, mittlerweile nicht mehr so, aber ja. Ja, ich meine, dadurch, dass wir ja in Düsseldorf beim Webvideopreis waren, habe ich ja beide gesehen. Einmal die Außenseiter und Waititi. Und da hat man dann aber ehrlich gesagt, also das ist jetzt hier irgendwie keine Hetzansprache gegen Waititi oder so, aber man hat eben doch gemerkt, wer sich gern in die Kamera stellt und wer nicht, obwohl okay. Die Jungs von den Außenseitern direkt auf die Bühne geholt wurden und da ihren Song performt haben, die haben sich nachher in eine Ecke gesetzt, haben gequatscht und die Leute von Waititi sind eben nur vor der Kamera gehangen, wo ich mir denke, so ja. Ja, klar, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, helles Holz rein mit. Ich ich verstehe sowas halt wirklich nicht. Ich meine, klar, irgendwo, wenn man da in den Medien mit drin ist, man wird eben durch die Medien auch nur bekannt, beziehungsweise dadurch, dass dich andere Leute wie soll ich denn das sagen? Voll den Hänger. nee, ich weiß gerade ehrlich gesagt wirklich nicht, wie ich das sagen soll. Ja, du wirst eben auch nur durch andere Leute bekannt. Hey, du blödes Skelett. Ja, was ich im Endeffekt eigentlich sagen will. Ein bisschen so ein andere Leute braucht man auf jeden Fall, damit man auch ein bisschen bekannter wird. Aber um dann
nur mit anderen Leuten irgendwie jetzt aufzunehmen oder sonst irgendwas zu machen, nur damit man bekannt wird. Weiß nicht, finde ich irgendwie nicht ganz so berauschend. Ja, die meisten schreiben ja einen dann wirklich auch nur an, wenn man dann wirklich Abonnenten hat. Und die sagen dann so, ja, also die meisten, sage ich mal, interessieren sich halt nur für die Klicks und die Abos und nicht für die Person, die dahinter steckt, sage ich mal. Eben. Und die ganzen Videos macht. Und sowas finde ich einfach total schade, weil so, du willst ja nicht, nur weil du berühmt bist, willst du ja nicht nur sagen, ja gut, ich bin Fame und so weiter, ich mache jetzt nichts mit anderen, so, ihr wollt ja eh nur alle meine Abos, so, weißt du? Genau. Ja, da kenne ich ja auch jemanden, der jetzt zum Beispiel sagt, also er wurde in der Hinsicht dann wirklich schon so oft verarscht, dass er sagt, also ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Finde ich irgendwo ein bisschen schade. Ich kann dir nachher privat auch mal sagen, wer das ist. Beziehungsweise du kennst die Person eigentlich schon, da du mit ihr schon mal geschrieben hast. Beziehungsweise ich kann's bedenken. Hat dir bei einem Mod geholfen. So. Ja, ja, okay, okay. Ja, und der ist einfach so, der sagt, nö, sehe ich gar nicht mehr ein, wieso sollte ich das machen? Ich habe alle anderen unterstützt, alle anderen sind durch mich eben bekannt geworden und jetzt kommt eben gar nichts mehr. Finde ich ehrlich gesagt auch wirklich schade, gerade wenn man anderen dazu verhilft, ein bisschen größer zu werden, beziehungsweise bekannter zu werden, dann sollte man die Leute dann auch irgendwo ein bisschen zu schätzen wissen, sagt man das einfach mal so. Ja. Aber naja, hat nicht jeder die Einstellung, auch wenn ich es schade finde. Aber wäre ja auch langweilig, wenn es nicht so wäre. Ja, ich kann es irgendwo auch verstehen. Ich sag mal, wenn du jetzt immer nur gibst, sag ich mal, und nichts dafür bekommst, ist ja auch irgendwo kacke. Und da denkt man sich auch irgendwo nur, ja, sehe ich nicht ein, mache ich nicht mehr, keinen Bock mehr. Und kann ich verstehen, ist natürlich schade, aber wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Naja, klar. Was meinst du, seitdem ich angefangen habe mit Let's Playen, und man merkt ja bei mir, es geht langsam voran, bin ich auch ganz froh drüber. Ich meine, mir ist es lieber, bei mir geht es wirklich langsam voran, wie wenn ich auf einmal da irgendeinen Schub habe und dann, sagen wir mal, 10.000 Abonnenten habe und davon schauen dann nur 1.000.